Herzlich willkommen im Keller. Ich habe da so einen nervigen Kommentar bekommen. Auf den möchte ich jetzt gar nicht großartig weiter eingehen, bis auf die Tatsache, dass ich mal ein bisschen über subjektiv und objektiv bezüglich Ausrüstung sprechen möchte, ne? Ihr werdet auf YouTube und auch sonst in irgendeinem Internetforum oder bei irgendeiner anderen Person, die in irgendeiner Form ihre Meinung öffentlich kundtut, keine objektive Meinung zu irgendeinem Ausrüstungsgegenstand finden, es sei denn, die entsprechende Person verfügt über eine absolut umfassende, riesige, industrielle Anlage zum Testen verschiedener Materialien, ne? Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, er findet Schuh XY gut, dann ist das subjektiv. Weil der Mensch ist nur ein Mensch und er kann nur mit seinem Fuß in dem Exemplar von Schuh XY rumlaufen, den er besitzt. Das kann gar keine objektive Meinung sein, weil er halt nur seinen Fuß in Verbindung mit diesem Schuh, diesem einen Exemplar von diesem Schuh, der nicht zwingend immer absolut 100% baugleich sein muss bei jedem Exemplar dieses Schuhs, den man sich kauft. Das wäre zwar wünschenswert, das muss aber nicht zwingend so sein, da kann es minimale Unterschiede geben. Ja, und die einzige Aussage, die derjenige, der einem dann zu diesem Schuh was erzählt, machen kann, ist halt eben, mir passt der Schuh und ich kann damit sehr gut rumlaufen. Und das ist so eins der großen Probleme, die ich sehe, wenn man so im Internet ein bisschen über Ausrüstung diskutiert. Ne? Diejenigen, die da was sagen, solche Social Influencer, sowas in der Richtung, wie ich wohl auch irgendwo ein bisschen bin, leider, auch wenn ich diesen Begriff nicht mag, aber das muss man wahrscheinlich wohl auch so sehen, ne? Wir können immer nur unsere Meinung von uns geben. So, jetzt kann das dazu führen, und das ist aber auch vollkommen richtig, das ist ein viel diskutierter Punkt und ein viel oft angemerkter Kritikpunkt. Das kann dazu führen, dass dann jemand, der keine Ahnung hat, einfach auf unser Eins hört und sich dann Gegenstand XY kauft. So. Und eventuell ist er dann damit nicht zufrieden. Heißt das jetzt, dass wir, die wir gesagt haben, Gegenstand XY ist gut, Vollidioten sind? Nein. Geregelfall nicht, ne? Es wäre natürlich denkbar, dass wir einfach gelogen haben, weil wir den Gegenstand XY geschenkt bekommen haben, meinetwegen den entsprechenden Stiefel, mit dem wir da jetzt rumgestiefelt sind. Und wir quasi einen Deal haben mit dem Hersteller von dem Ding, dass wir in jedem Fall sagen müssen, dass das Teil gut ist. Oder wir haben uns halt, weil wir charakterlich nicht so charakterstark sind, dass eine Beeinflussung nicht stattfindet, haben wir uns einfach durch die Tatsache beeinflussen lassen, dass wir ja den Gegenstand geschenkt bekommen haben. Vielleicht mögen wir ihn deswegen ohnehin, weil wir ihn geschenkt bekommen haben. Per se, ne? Und wir wollen gerne mehr geschenkt haben vom entsprechenden Hersteller, eventuell, und sind deshalb in unserer Bewertung nicht ganz neutral. Wichtig, neutral und objektiv hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Ne? Das sind zwei ganz, 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 ganz verschiedene Sachen. Was ist eine objektive Bewertung? Ne? Jetzt im Fall von Ausrüstung. Wenn ich jetzt objektiv bewerten wollte, welches Messer das bessere ist, dann kann ich bloß Aussagen machen zu Härte vom Stahl. Das kann man alles nachlesen. Zu jedem Stahl kann man exakt die technischen Eigenschaften des Stahls nachlesen. Ne? Und das wäre objektiv. Diese technischen Eigenschaften zum Stahl, die in einem Labor zu prüfen sind, unter aufwendigen Prüfverfahren, die keine Privatperson alleine daheim irgendwie in seinem Keller oder in seiner Garage oder sonst wie durchführen kann, das sind die objektiven Daten. Alles andere, ob du mit dem Ding gut schnitzen kannst, ob du damit batonieren kannst, ob du das in den nächsten Baum schmeißen kannst, all so ein Zeug ist subjektiv. Das ist schon nicht mehr objektiv. Objektive Daten sind Sachen, die vom jeweiligen Anwender völlig unabhängig sind. Ich will mich in diesem Video primär auf Schlafsäcke beziehen. Nämlich der Defense 4, weil das gerade eben so ein wunderbares Beispiel für sehr diskutierte Ausrüstung ist. Und da ist es so, was kann man jetzt objektiv zu so einem Schlafsack sagen, wenn man jetzt objektiv sagen möchte, welcher Schlafsack ist der beste? Man weiß, wie viel der wiegt, man weiß, was für ein Volumen der hat. Man hat die Temperaturangabe des Herstellers, die in jedem Fall immer nur ein grober Richtwert ist, mit dem man sich grob orientieren kann. Die will und kann und soll überhaupt nicht jetzt irgendwie ein in Stein gemeißeltes Gesetz sein. So nach dem Motto, da steht minus 15 drauf, dann will ich auch bis minus 15 drin schlafen können. Das ist nicht der Fall.
Wer das denkt, der hat einfach diese Temperaturangaben nicht verstanden. Egal, ob da jetzt Komfort Limit oder Komfort, nur Komfort draufsteht, ist wurscht. Das sind immer nur grobe Empfehlungen. Aber dazu kommen wir später noch ein bisschen. Objektiv können wir wirklich sagen, der Schlafsack wiegt so und so viel. Da mag es produktionsbedingt auch noch mal ein paar Abweichungen von ein paar Gramm geben. Aber das wäre relativ objektiv, was man als Privatperson zu so einem Schlafsack sagen kann. Ob man jetzt da drin gut schläft, ob der von vielen Leuten als angenehm empfunden wird, das ist schon nicht mehr objektiv. Das ist ja schon subjektiv, weil da geht es ja schon um das Empfinden des Subjekts, das in dem Schlafsack schläft. Ne? Dazu kann euch kein Mensch irgendeine Aussage machen, außer es handelt sich wiederum an ein Prüfinstitut, das zum Beispiel 1000 Leute in 1000 Klimakammern 1000 standardisierte Nächte verbringen hat lassen unter kontrollierter Atmosphäre bei exakt kontrollierter Luftfeuchtigkeit, und das haben sie noch mit 20 anderen Schlafsäcken gemacht. Ne? Also insgesamt hat man 20.000 Nächte von 1000 Leuten in diesen 1000 Klimakammern die Leute pennen lassen, und dann haben wir aufgrund der hohen Zahl der Leute, die drin gepennt haben, relativ objektive Daten, objektivierte. Objektiv sind die immer noch nicht, aber sie kommen der Sache schon sehr nahe. Das ist nämlich ein allgemeines Problem derjenigen, die sich mit Objektivität wirklich auseinandersetzen und nicht nur einfach ein schönes Fremdwort verwenden wollen. Objektivität ist so gut wie unerreichbar. Echte Objektivität. Das ist ein großes Problem in der Wissenschaft, weil wissenschaftliche Erhebungen, Daten und so weiter immer objektiv erhoben werden müssen, was aber in den seltensten Fällen wirklich 100% objektiv möglich ist. Ne? Wenn du zum Beispiel Löcher in den Wald bohrst für irgendwelche Bodenkundeuntersuchungen, du kannst dir einfach nicht sicher sein, dass du da nicht gewisse Unterschiede dadurch hinkriegst, wer jetzt das Loch gebohrt hat. Selbst wenn du exakt sagst, Löcher haben so und so gebohrt zu werden und jeder versucht, sich genau an die Vorgabe zu halten, hast du mal einen, der mit mehr Schmackes auf seinen Bohrstock draufhaut und einen, der mit weniger Schmackes draufhaut, und demzufolge hast du einen, der den Bohrstock auch durch Stein treibt und immer die vorgeschriebene Bohrlochtiefe erreicht, und jemanden, der das halt nicht immer schafft. Und damit hast du dann sehr wohl subjektive Unterschiede, weil der eine würde das Ding durch den Stein durchprügeln und der andere hört halt dann halt vorher eben auf. Nur ein Beispiel. Reine hundertprozentige Objektivität gibt es quasi nicht. Ist ein unerreichbares Ideal. Und das gilt insbesondere eben für einen Ausrüstungsgegenstand, der so wahnsinnig von subjektiven Werten abhängig ist. Weil so ein Schlafsack ist ja nicht so, dass der drinnen irgendein kosmisches Energiefeld hätte, das exakt so und so viel Grad Wärme erzeugt, sondern der isoliert die Körperwärme. Ob man mehr oder weniger Körperwärme abgibt, ist also sehr wohl wichtig. Und was ist das? Ein subjektiver Faktor. Das hängt vom Subjekt, nämlich dem drin Schläfer, ab. Und da gibt es bekanntlicherweise ungefähr 8 Milliarden verschiedene Schläfer, die in so einem Schlafsack pennen könnten. Ne? Also der erste Fehler, den man macht, wenn man sich über Schlafsäcke streitet, ist zu vergessen, dass das immer nur für denjenigen gilt, der zu dem Schlafsack eine Aussage macht. Sagt man also, Schlafsack Y ist gut, dann gilt das für einen selber. Das gilt nicht für irgendjemand anders. Allerdings fragt ja der jemand anders meistens, kannst du mir einen Schlafsack empfehlen? Und dann sagt man schon, ja, ich finde den so und so so toll, ne? Du hast aber in dem Satz meistens eben auch drin, also ich finde den so und so toll. Also ich. Subjektiv. So, das geht gar nicht anders, außer du bist ein unabhängiges Testinstitut. Und jetzt wollen wir hier beispielhaft mal auf dem Carinthia 4 eben rumreiten, wie gesagt. Und wenn wir uns da jetzt mal die Meinung der unabhängigen Testinstitute angucken oder der Testinstitute, die zumindest unabhängig sein sollten oder zumindest einigermaßen unabhängig sind oder zumindest erheblich mehr Testmöglichkeit haben als zum Beispiel ich oder Sagi oder irgendwer anders, der schon mal in einem Defense 4 gepennt hat, nämlich die haben mehrere Schlafsäcke da rumliegen, die haben mehrere Leute, die diese Schlafsäcke testen, die führen da einen richtigen Test durch. Ne? Die haben nicht nur sich selbst. Das ist nämlich das große Problem. Es wird sicherlich zu viel Wert auf unsere Meinung gelegt. Die Meinung von uns Social Influencern, wie man uns ja heutzutage so schön nennt. Ich hasse diesen Begriff. So, nächster Punkt. Wir müssen uns nämlich ganz, 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 ganz klar sein, wenn wir über Ausrüstung welcher Art auch immer reden wollen. Zum Beispiel eben jetzt, wie gesagt, wir bleiben jetzt immer bei dem Schlafsack hier. So ein Defense 4.
wenn wir jetzt sagen, der ist gut, was meinen wir dann damit, dass der gut ist? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ein Schlafsack ist gut, dann meine ich, mit dem kann man gut draußen übernachten. Ne? Das funktioniert. Da kann ich rausgehen, kann ich mir hinlegen, kann ich übernachten. In vielen, vielen, vielen Situationen. So. Andere Leute meinen mit gut vielleicht was anderes. Beispiel. Gerade eben jetzt für dieses Video habe ich jede Menge Meinungen zum Defense 4 im Internet zusammengesucht. Und da gibt es einen Haufen Leute, die im Prinzip schon anerkennen, dass der halt so viel wiegt, wie ein Kunstfaserschlafsack nun mal wiegt, dass der halt so viel Volumen hat, wie ein Kunstfaserschlafsack nun mal Volumen hat, dass er gut verarbeitet ist, blablablub und so weiter und so fort. Dass sie ein paar Sachen nicht mögen, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber dann gibt's, beziehungsweise das kann man auch so machen, das sage ich nicht, dass das falsch ist. Ich sage nur, so machen das manche, dass die dann sagen, gut, aber da steht minus 15 drauf, ich kann mit dem Ding aber bloß bis, weiß nicht, minus 5 draußen pennen und dann wird es mir auch schon zu kalt und das ist sogar noch unter der Komforttemperatur, also die Komforttemperatur ohne das Limit. Und deswegen ist der halt Mist, der Schlafsack, ne? Weil diese Werte für mich nicht zutreffen. Das kann man so machen, das ist vollkommen in Ordnung. Man kann aber auch, wenn man einfach eine andere Mentalität hat, hergehen und sagen, ich habe in dem Schlafsack draußen wunderbar gepennt. Gut, ich kann nur bis, keine Ahnung, 0 Grad mit dem Ding warm draußen schlafen. Ich finde den Schlafsack trotzdem gut. Wer darf denn überhaupt sagen, ob ein Schlafsack ein guter Schlafsack oder nicht ein guter Schlafsack ist? Das muss man nämlich auch diskutieren. Muss man 2 Schlafsäcke zu Hause rumliegen haben, um überhaupt die Qualifikation zu erlangen, eine Aussage zu gut oder schlecht bezüglich eines Schlafsackes machen zu können? Wenn das so ist, dann haben wir auch gar nicht mehr so viele Leute, die sich zu Schlafsäcken äußern dürften. Es äußern sich aber sehr, 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 sehr viele. Und was ist jetzt mit jemandem, der nur einen Schlafsack besitzt? Das ist der Defense 4, den hat er sich gekauft, weil er ihn irgendwo im Internet empfohlen bekommen hat. Und damit pennt er jetzt draußen, verbringt eine hervorragende Nacht, ist glücklich und zufrieden, geht nach Hause und schreibt ins Internet, der Defense 4 ist super. So. Ist das jetzt eine unqualifizierte Meinung oder hat er da einfach sein subjektives Empfinden zu diesem Schlafsack mitgeteilt, was wir anderen auch nicht besser können? Wir können auch nur sagen, wir haben subjektiv in dem Ding gut geschlafen oder nicht. Deshalb finde ich es einfach falsch, wenn man jetzt hingeht, nur weil dieser jemand da nur einen einzigen Schlafsack besitzt, dem das Recht abzusprechen, dass er jetzt sagen kann, dass das ein guter Schlafsack ist. Für ihn ist das ja ein guter Schlafsack. Also, worauf ich hinaus möchte, sagen wir, irgendwas ist gut, dann sollten wir halt eben dazu sagen, unter welcher Voraussetzung es gut ist. Oder wenn wir sagen, irgendwas ist schlecht, dann sollten wir halt hinzufügen, unter welcher Voraussetzung das schlecht ist. Es gibt auch Leute, die pennen ihr ganzes Leben lang im Aldi-Schlafsack für 20 Euro oder noch weniger und sind glücklich und zufrieden, weil sie nie was Besseres gebraucht haben. Gibt es objektiv, ganz mit Vorsicht zu genießen, ne? Bessere Schlafsäcke mit besserer Verarbeitung? Besser, ne? Mit mehr Wärmeleistung pro Gewicht, theoretisch, nicht für jeden Schläfer gleich, ne? Gibt es das mit Sicherheit. Aber wenn so jemand mit so einem Aldi-Schlafsack, auch wenn ich das wirklich nicht nachvollziehen kann und ich auch von vornherein eigentlich per se geneigt bin zu sagen, was, Aldi-Schlafsack, Outdoor doch nicht, zum Beispiel irgendjemand auf der Couch pennen vielleicht, aber doch nicht Outdoor, nein. Aber trotzdem gibt es Leute, die sind mit dem Ding zufrieden. Ist es dann ein guter Schlafsack für die? Ja. Und das ist halt eben der springende Punkt bei dieser ganzen Ausrüstungsdiskussion, dass wir uns einfach mal einig werden müssen, was ist überhaupt gut und in welchem Preisbereich befinden wir uns. Ist uns das scheißegal? Sagen wir jetzt, gut ist nur ein Yeti-Schlafsack, der, weiß nicht, 800 Euro kostet oder irgend so ein Mountain Equipment, Mountain Hardware, super toller, super teurer Down-Schlafsack, ne? Ist der gut? Der ist mit Sicherheit gut. Natürlich ist das ein guter Schlafsack. Kann man mit dem im tiefsten Winter draußen übernachten? Ja, dafür ist er ja gebaut. Aber kann man den einfach so jetzt direkt neben einem Defense 4 für 180 Euro ungefähr, 185 glaube ich, aktuelle unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, beziehungsweise kostet so viel auf der Homepage, ich habe gerade nachgeguckt, kann man das einfach so 1:1 vergleichen? Man kann das schon. Sollte man das tun? Ja, das muss halt jeder für sich wissen. Ich bin der Meinung, nö. Ich bin der Meinung, und nur meine Meinung ist das jetzt natürlich, weil ich kann ja nicht für alle sprechen, aber ich bin der Meinung, wenn man Ausrüstung als gut oder schlecht bezeichnen möchte, dann muss man sich angucken, was im gleichen Anwendungsbereich an verfügbaren Alternativen denn so da ist.
mit ähnlichen Spezifikationen. Ne? Das heißt, man vergleicht einen Defense 4 eben nicht mit einem 1000 Euro Down-Schlafsack, sondern man vergleicht einen Defense 4 mit anderen Schlafsäcken, die ungefähr so viel wiegen, die auch Kunstfaser sind, die ungefähr so viel kosten. Und dann hat man eine realistische Vergleichsmöglichkeit und dann kann man auch wirklich diskutieren, welcher dieser möglichen Schlafsäcke, die überhaupt für die entsprechende Unternehmung in Frage kommen, ist jetzt nun der beste. Wenn man das dann vorher noch alles geklärt hat, kann man dann eine etwas qualifiziertere Aussage dazu abgeben, ob es sich nun um einen guten oder einen schlechten Schlafsack handelt. Personen, die das aber wirklich qualifiziert sagen können, müssten dann auch in allen anderen vergleichbaren Schlafsäcken mal mehrere Nächte gepennt haben. Da reicht es auch nicht, da mal eine Nacht drin gepennt zu haben, wenn man sich das Ding von irgendeinem Kumpel ausgeliehen hat, sondern im Prinzip müsste man mit jedem dieser Schlafsäcke irgendwie eine 14-tägige Tour gemacht haben. Und so jemand gibt's nicht, oder zumindest kaum, der dann da wirklich qualifiziert sagen kann, ne, das und das und das und jenes. Und deswegen gibt es zum Beispiel Magazine, die eben da solche Tests genau durchführen. Und die haben jetzt zum Beispiel dem Defense 4 einen Kauftipp aufgedrückt. Also nach Meinung von zum Beispiel dem Outdoor-Magazin ist das ein guter Schlafsack, ne? Weil der hat eine Kaufempfehlung. Den kann man sich auf jeden Fall kaufen, empfiehlt eben besagtes Magazin. Das ist eine Tatsache. Das kann man jetzt sagen, das Magazin ist scheiße, das ist völlig in Ordnung, kann man machen. Aber die haben in dieser Hinsicht, abgesehen davon, dass ihr ihnen, wenn ihr ihnen stellt, dass sie scheiße sind, darauf sowieso keinen Wert legt, aber ansonsten haben die da wirklich umfangreiche Tests durchgeführt und viele Leute in dem Ding schlafen lassen und von den vielen Leuten waren viele Leute damit zufrieden. So, das ist dann halt eben das Objektivste, was du zu einem Schlafsack jemals zu hören bekommen wirst. Subjektiv hängt die Qualität einer Nacht in einem Schlafsack vom Schlafsack ab und von einem ganzen Haufen anderen Kram. Und da muss ich jetzt mal gucken, was ich mir aufgeschrieben habe. Zum Beispiel, es gibt sowas, was sich zwar nicht so hundertprozentig wissenschaftlich so richtig greifen lässt, aber es gibt es trotzdem, daran zweifelt auch keiner, man hat es nur noch nicht groß untersucht, dass ich so eine Art, dass man so ein bisschen als Wärmespeicher bezeichnen könnte. Wer schon mal länger draußen war, mal wirklich so viele, viele, viele Tage am Stück, der stellt fest, irgendwann friert er leichter. Wenn er dann noch viel länger draußen ist, gewöhnt er sich irgendwann an die Kälte und dann friert er irgendwann nicht mehr so leicht. Sogar besser, als wenn er von daheim kommt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mal für 2 Tage rausgehst, die erste Nacht draußen, die pennst du noch relativ warm, weil du sozusagen noch ein bisschen Restwärme mit dir rumschleppst. Das ist zwar wirklich nicht sehr wissenschaftlich, aber das ist einfach was, das stellen so viele Wanderer fest, dass es ist einfach ein Faktor, der eine Rolle spielt. Die zweite Nacht draußen, die wird tendenziell bei exakt gleicher Wetterlage schon wieder ein bisschen kälter, weil du einfach schon so lange draußen bist, eventuell auch schon so lange ein bisschen am Frösteln bist, weil es halt generell kalt draußen ist und du hast vielleicht unzureichende Kleidung, dann ist es wurscht, ob du jetzt einen warmen Schlafsack hast oder nicht einen warmen Schlafsack. Die zweite Nacht wirst du wahrscheinlich ein bisschen weniger warm haben als nach der ersten Nacht. Und nach der vierten Nacht wird es nochmal schlimmer. Und nach der fünften und der sechsten. Und also ich habe jedenfalls bei allen meinen Touren festgestellt, und das ist auch wieder nur ein subjektiver Eindruck, dass es sehr wohl für mich einen riesen Unterschied macht, ob ich einfach mal von daheim rausrenne in den Wald und mich bei minus 12 Grad irgendwo hinpflanze. Oder ob ich schon 14 Tage unterwegs bin und dann bei minus 3 Grad mich irgendwo hinpflanze. Weil wenn ich schon 14 Tage unterwegs bin, dann werde ich auch bei minus 3 Grad schon feststellen, oh, ist ja schon ein bisschen kühl und so weiter und so fort. Also da friert man unter Umständen, je nachdem was für ein Typ man ist. Das kann auch bei anderen Leuten ganz anders sein. Ich will einfach nur sagen, es macht einen verdammten Unterschied, wie lange man schon draußen ist. Also kann man jetzt gar nicht sagen, ich habe jetzt mal eine Nacht in dem Ding gepennt und deswegen habe ich da nicht gefroren, dann ist das Ding jetzt bis in alle Ewigkeit super. Deswegen war die Nacht ja trotzdem gut und deswegen kann man trotzdem sagen, das ist ein guter Schlafsack. Man muss dann aber einfach halt eben wissen, für spätere Nächte, dass das nicht jede Nacht so bleibt. Und dass dann auch Nächte dabei sein werden, bei denen man halt eben, auch wenn der Schlafsack einem auch schon mal bei minus 12 Grad warm gehalten hat, dass es Nächte geben wird, da hält der Schlafsack einen halt nicht mal bei 0 Grad warm. Das kann passieren. Zum Beispiel, wenn man auch vielleicht krank ist. Das ist nämlich der nächste Faktor. Wie ist denn die aktuelle körperliche Verfassung? Hat man Hunger? Hat man zum Beispiel ewig nichts gegessen? Macht man gerade Survival-Training und fastet schon eine Woche und rennt trotzdem die ganze Zeit durch die Gegend und wie blöde. Ne? Das spielt auch alles eine wesentliche Rolle. Und der Schlafsack isoliert ja bloß die Wärme, die vom Körper abgegeben wird. Und die Wärme, die vom Körper abgegeben wird, ist von so vielen Faktoren unterschiedlich, dass man einfach nicht sagen kann, ich habe mit dem Schlafsack gut gepennt. Das heißt, es ist jetzt ein guter Schlafsack. Damit ist die Diskussion beendet. Ich sag jetzt, der ist gut.
Diskussion vorbei. Das habe ich auch schon mal in einem Forum gelesen. Und der hat dann voll aufs Maul gekriegt von wegen, super, und ich sag jetzt, der ist nicht gut. Und was gibt dir jetzt das Recht, dass du Recht hast und ich nicht? So nach dem Motto, ne? Und das ist halt eben der springende Punkt. Wenn wir alle nur irgendwelche Fuzzis, die im Internet unsere Meinung sagen, sind, wie kann man jetzt unterscheiden, wer von uns jetzt Recht hat? Na ganz einfach, alle haben Recht, weil das alles immer jeweils ein subjektives Erlebnis ist, eine Nacht in einem Schlafsack. Deshalb ist diese Diskussion um die Ausrüstung, die ist nicht völlig für den Arsch, ne? Man kann über Ausrüstung schon sprechen, man muss halt nur gucken, wie man drüber spricht. Und eine Aussage wie, das Ding ist einer der meistverkauftesten Schlafsäcke seiner Art, das ist schon per se erstmal ganz interessant. So, aber es handelt sich nicht umsonst hier um den Defense 4, einen der meist diskutierten Ausrüstungsgegenstände, die es überhaupt gibt. Weil man kann dann nämlich sagen, ja gut, aber das Argument ist ja für den Eimer, den kaufen ja gleich ganze Armeen. Ne? Und da kann sich der Soldat ja gar nicht aussuchen, welchen Schlafsack er haben will, sondern kriegt das Ding hier einfach vorgesetzt. Gegenargument, ja, aber die kaufen ja auch keinen Scheiß. Gegenargument, doch, tun sie. und da kann man sich dann wunderbar einstreiten und so richtig schön diskutieren, kaufen die Militärmenschen absichtlich Schrott oder haben die schon immer irgendwelches vernünftiges Zeug in irgendeiner Form da oder halt nicht, was auf jeden Fall ohne Zweifel der Fall ist, da es jetzt den Defense 4 ja als allgemein 2 oder wie auch immer der dann heißt inzwischen auch bei der Bundeswehr gibt, ist das auf jeden Fall eine wesentliche Verbesserung zu dem alten Schlafsack, den habe ich noch erleben dürfen, der war einfach scheiße, weil wenn man dann zur Bundeswehr kommt und vorher schon vernünftige Outdoor-Schlafsäcke für den zivilen Markt gewöhnt ist und dann den Bundeswehr-Schlafsack, den alten wohlgemerkt, kennenlernt, da kriegt man das große Grausen. Also das ist furchtbar, ne? Also der war scheiße. So, und wenn du jetzt einem Soldat, der bisher in dem alten Bundeswehr-Schlafsack gepennt hat, dann Defense 4 untersetzt, dann ist das ein Unterschied, ja, das ist ungefähr, als ob du im Aldi-Schlafsack gepennt hast und danach einen 1.000-Euro-Down-Schlafsack bekommst und damit irgendwie im Himalaya übernachten sollst und so weiter. Ungefähr so fühlt sich das etwa an, ne, vom Unterschied. Ja, das heißt jetzt nicht, damit ist das der beste Schlafsack aller Zeiten, das heißt allerdings, der ist schon mal erheblich besser als das alte Bundeswehrmodell. Und es ist ein guter Schlafsack im Sinne von, viele Leute können da gut drin schlafen. Das ist einfach so. Ob die eine Vergleichsmöglichkeit haben oder nicht. Ja, das muss halt jeder für sich selber wissen. Was ist dir da wichtiger? Dass irgendein ausgewiesener Experte oder mehr oder weniger ausgewiesener Experte dir sagt, der Schlafsack ist gut oder nicht? Oder gehst du lieber auf Schwarmintelligenz? Ne? Dass dir also quasi ein Haufen Leute sagen, das Ding ist gut. Aber noch was zu subjektiven Faktoren und exaktem Defense 4. Das ist ein, na, noch nicht mal so wahnsinnig breiter Schlafsack, ne? Aber er ist trotzdem relativ geräumig. Wenn man sich dann mal umschaut, was die Meinungen zu dem Ding sind im Internet, da sind halt wirklich viele, viele Leute dabei, bei denen zwei Eigenschaften in ihrer Review zu dem Schlafsack zutreffen. A, sie sagen, er ist sehr, sehr, sehr geräumig. B, sie haben drin gefroren. Es ist grundsätzlich so bei Schlafsäcken, wenn da zu viel Luft drin ist, die man alles aufwärmen muss und jede Menge Hohlraum, den man alles mit der eigenen Körperwärme aufwärmen muss, das ist überhaupt, das braucht man nicht diskutieren. Das ist tatsächlich ein Fakt. Das ist nicht subjektiv, sondern immer so. Wenn da jede Menge Luft drin ist, die man aufwärmen muss, dann fällt einem das schwerer, als nur wenig Luft aufzuwärmen. Auf gut Deutsch, ein Schlafsack ist für denjenigen, der drin liegt, umso wärmer, je dichter er ansitzt. Außer er ist schon wieder zu eng und man drückt mit dem eigenen Körper quasi die Isolation des Schlafsacks zusammen, weil man gar nicht richtig reinpasst, ohne sich rein zu quetschen. Dann ist es wieder negativ. Aber bis zu dem Punkt, an dem Punkt, wo man das Ding anliegt wie eine zweite Haut, dann wäre es theoretisch am aller wärmsten, weil am allerwenigsten Luft da ist, die man mit der eigenen Energie halt eben beheizen kann, muss. Und dann kann man für das bisschen Luft, was da ist, sozusagen am meisten Wärme rausholen. Das ist eine Tatsache. So, und wer jetzt in so einem Schlafsack wie dem Defense 4 halt eben pennt und da von der Statur nicht unbedingt so richtig reinpasst, beziehungsweise eher so ein bisschen für diesen Schlafsack, nicht, ich sage nicht, dass ihr deswegen schmal seid oder schwach oder sonst was, aber für diesen Schlafsack vielleicht halt einfach eine unpassende Statur habt, dann habt ihr da jede Menge Luft drin, die ihr aufwärmen müsst und dann ist das negativ. Dann werdet ihr wahrscheinlich
vielleicht trotzdem feststellen, dass sie den Schlafsack gut findet. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber dass sie dann feststellt, dass sie den Schlafsack nicht so gut findet, weil er halt eben für euch zu groß ist, ist relativ wahrscheinlich. Und dann ist es eine logische Aussage, wenn ihr dann auch hingeht und sagt, nee, der Schlafsack ist für mich nix, weil mir ist der zu groß. Das Ding gibt es übrigens in zwei Größen, Large und Regular, glaube ich, heißen die. Weiß nicht, ob es da andere Namen noch für gibt. Jedenfalls der Large, der ist schon wirklich... Ja, der ist schon recht geräumig. Was bei dem Ding jetzt per se auch noch auffällt, was auch viele Leute kritisieren, ist der doch sehr breite und sehr große Fußbereich und der Mumienschnitt, der ja eigentlich bei einem Mumienschlafsack, das ist tendenziell theoretisch auch ein Mumienschlafsack, der fällt hier einfach nicht sehr stark aus. Ne, der Fußbereich ist eben sehr breit, sehr groß, auch relativ lang. Wenn man sich da mal die Daten anguckt, ich glaube, der ist hier 54 oder 56 cm breit oder irgendwas. Das ist bei zum Beispiel Down-Schlafsäcken für den Winter, so Expeditionsschlafsäcke, das sind das oft nur 40 cm. Habe ich also zumindest mal ein paar gesehen, die auch sehr, sehr, sehr warm sind entsprechend. Weil weniger Luft drin, muss man weniger aufwärmen und so weiter und so fort. Da kann man jetzt sagen, gut, das ist dann aber nicht so komfortabel. Ja, das ist sicherlich so. Aber man muss halt einfach, dann, da sind ja die Unterschiede. Subjektive hart. Der eine sagt, das ist doch mir egal, Hauptsache warm. Und das ist ein super Schlafsack, weil der ist wenigstens warm. Und der andere sagt, der kann ja noch so warm sein, aber ich kann ja nicht drin pennen, wenn ich meine Füße nicht bewegen kann. So nach dem Motto. Warum ist hier jetzt der Fußraum so groß? Na, das ist so gedacht, weil es ist ja ein militärischer Schlafsack, dass man tatsächlich auch die Stiefel noch anbehalten kann. Man soll da also in voller Montur auch reinschlüpfen können, um dann quasi in Ausrüstung drin zu pennen. Und wenn Alarm ist, kannst du eben durch den schnell aufgehenden Reißverschluss, das brauche ich jetzt niemandem erzählen, das ist allgemein bekannt, glaube ich, sehr schnell aufstehen und bist dann direkt kampfbereit sozusagen. Hast sogar deine Stiefel schon an. Weil gerade das ist ein Faktor, der halt sehr lange dauert. Selbst wenn du die Stiefel ausziehst und die restliche Montur anbehältst, und in dem Ding pennst, bis du dann unter Beschuss deine Stiefel angezogen hast, das kannst du vergessen. Also ist das für den Militär schon ein wichtiges Feature, brauchst du in der Realität, im zivilen Wald übernachten oder im zivilen Biwak sonst wo, brauchst du das erstmal nicht. Und das ist halt eben, gerade diese Fußbox bei diesem Ding, ist so ein prima Beispiel für die einen ist das ein super Feature, ne? Und für die anderen ist es ein Bug, sozusagen, also ein Fehler. Was soll das? Brauche ich nicht, bringt mir nichts, ist scheiße. Kriegt da keine warmen Füße in dem Ding. Da gehen halt wirklich die Meinungen massiv auseinander. Es gibt im Übrigen auch Leute, die im Defense 4 liegen und meinen, sie kommen sich vor wie in der Sardinenbüchse, ne? Also total eingefärcht und überhaupt keinen Platz haben. Das gibt's auch, ne? Für so Leute gibt es dann wirklich so Spezialschlafsäcke für übergroße, super Muskelmännchen. Die sind outdoors gar nicht so häufig anzutreffen. Also jetzt wirklich Statur, Bodybuilder, ob ihr jetzt einer seid oder nicht, dahingestellt. Ne? Aber wenn ihr so eine Statur zumindest habt, dann passt die tatsächlich in die meisten handelsüblichen Schlafsäcke schon gar nicht mehr rein. Also wer jetzt signifikant breitere Schultern hat als ich, also sowas, so hier, der nicht mehr durch meinen Büchergang passt, der passt zum Beispiel auch nicht in diesen Schlafsack. Und ja, auch das gibt es. Ne? Das muss man sich auch mal ein bisschen zu Gemüt führen. Und selbstverständlich, dieses Ding ist so gebaut, dass da wirklich so ziemlich jeder irgendwie drin pennen kann. So, dann habe ich jetzt noch ein paar interessante Kritikpunkte gefunden, die ich auch durchaus nachvollziehen kann, ja? Also, absolut, da weiß schon jemand, wovon er spricht. Was man nämlich bei diesem Ding hier beachten muss, ist die Temperaturangabe. Die ist nämlich nicht, vermutlich, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, nicht vergleichbar mit der Temperaturangabe von zivilen Schlafsäcken. Tatsächlich ist es nämlich so, dass man für so einen militärischen Schlafsack diese DIN-Norm nicht machen muss, scheinbar. So ziemlich jeder Schlafsack, den du inzwischen irgendwo kaufen kannst, ist nach DIN EN schieß mich tot irgendwas geprüft. Diese olle Schlafsackprüfgeschichte, die halt eben sagt, die Komforttemperatur ist die Temperatur, bei der eine Frau, durchschnittliche Frau von so und so 4 Kilo, dem und dem Fett zu Muskelverhältnis, blablub, mit der und der Kleidung, bei so und so viel Jahren ist die alt, noch gerade eben nicht friert. Ne? Das ist ja die Komforttemperatur. So, und die Komfortlimit ist das gleiche, nur mit dem Mann. Durchschnittsmann bei so und so viel Jahren, so und so viel Kilo, so und der Bekleidung, gerade noch nicht friert. So. Diese Prüfnorm, die von unabhängigen Prüfinstituten ermittelt wird und damit bei innerhalb der zivilen Schlafsäcke sehr wohl Vergleichbarkeit herstellt,
Da kann es subjektiv natürlich immer noch massenhaft Abweichungen geben. Ja, das sind nur grobe Laborrichtwerte. Und sinnvollerweise nimmt man, wenn man irgendeine Tour vorhat, grundsätzlich immer nur einen Schlafsack mit, dessen Komforttemperatur, auch wenn man ein Mann ist, ausschlaggebend sein sollte. Sprich, wenn du wohin willst, wo du mit der niedrigstmöglichen Temperatur von meinetwegen minus 8 Grad rechnest, dann nimmst du einen Schlafsack mit, der eine Komforttemperatur von minus 8 Grad hat. Nicht eine Komfortlimit. Die Komfortlimit, ja, die ist für Idealbedingungen. Unter Idealbedingungen schaffst du es eventuell, da jetzt noch ganz gut eben entsprechend drin zu schlafen über längere Touren. Für die meisten Menschen, ne? Gibt auch Leute, die haben immer die Komfortlimit-Temperatur, die haben überhaupt kein Problem. Die sind eine wandelnde Heizung. Ich würde aber einem Anfänger grundsätzlich immer nur raten, von der normalen Komforttemperatur auszugehen. Aber zurück zu unserem Defense 4. Der hat nämlich eben das Problem, dass für den diese DIN-IN irgendwas schieß mich tot Norm. Ich schreibe es euch mal unten hin, die Nummer, ich weiß sie ja nicht auswendig. Die gilt für den scheinbar gar nicht. Das heißt, die Werte, die zu angegeben sind, minus 8 und minus 15 Grad, also Komfort und Komfortlimit, die sind nicht vergleichbar mit den Komfort- und Komfortlimit-Werten von zivilen Schlafsäcken, die ähnlich viel wiegen. Weil, muss nicht. Jetzt ist es allerdings auch nicht so, wenn man sich da wirklich intensiv mit diesen Dingen beschäftigt, dass jetzt da Carinthia total gelogen hat und da völlige Schwachsinnswerte raushaut. Die Vergleichbarkeit innerhalb der anderen Carinthia Militärschlafsäcke ist nämlich sehr wohl gegeben. Also die haben da schon ein schlüssiges System, mit dem die halt eben diese Werte ermitteln. Das muss man aber halt wirklich wissen und das ist schon ein Kritikpunkt, den ich gerne zulasse, wenn man halt eben überlegt, sich so einen Militärschlafsack von Carinthia zuzulegen, dass das halt eben nicht vergleichbar ist mit den Zivildingern. Oder nur begrenzt. Jetzt werden bestimmt ein paar Leute aufschreien und sagen, was, aber bei mir kommt das genau hin. Dann passt es für dich halt jetzt zufällig gerade. Es gibt halt auch wirklich viele Leute, bei denen passt es halt eben gerade nicht. Oder es ist sogar noch krasser. So, weil, soweit wir das nachvollziehen können, und es gibt da nirgendwo wirklich hieb- und stichfeste Aussagen vom Hersteller zu, ist es ja so gedacht, dass diese Temperaturangaben tatsächlich für den Soldaten gedacht sind. Und der Soldat liegt da halt eben nicht nur in Unterhose drin, sondern in mehr oder weniger halbwegs voller Montur. Also zumindest hat er mal eine richtige Hose an. Wenn es dumm läuft, haben wir ja schon gesagt, auch noch die Stiefel. Und er hat am Oberkörper auch noch ein bisschen mehr an als bloß ein T-Shirt. Und damit ergeben sich dann eben diese minus 15 Grad bei einem durchschnittlichen Soldat, der mit durchschnittlicher Ausrüstung gerade noch so nicht friert. So könnte man sich das ungefähr vorstellen. Wie gesagt, keine wirklich verlässlichen Aussagen dazu, wie das tatsächlich ist, aber so würde ich das interpretieren. So, und das Problem, das jetzt daraus resultiert, ist halt eben, die Vergleichbarkeit ist halt nicht so gegeben. Wenn jetzt also jemand, der Zivilschlafsäcke gewöhnt ist, sich einen Defense 4 kauft und dann plötzlich feststellt, was, diese Werte sind ja völlig übertrieben, weil er da halt genauso drin pennt, wie er das in seinem normalen Zivilschlafsack daheim tut, wie das die Norm vorsieht, sagen wir es mal so, ja, dann kommt da logischerweise was anderes bei raus. Und das ist schon scheiße, dass das halt nirgendwo steht. Das sollte man halt schon mal irgendwo angeben. Das macht den Schlafsack jetzt zwar nicht weder schlechter noch besser. Es ist aber tatsächlich vom Service her, für den Kauf für einen Anfänger echt erstmal ein gewisser Nachteil. Trotzdem muss man sich dann allerdings auch wieder das Ganze ein bisschen entkräften, wer sich da jetzt furchtbar drüber aufregt. Man hat ja die Möglichkeit, so viel Zeug anzuziehen, dass man quasi wie der Soldat im Schlafsack liegt. Was spricht denn dagegen, mit mehreren Klamottenschichten im Schlafsack zu übernachten? Komfortgründe, okay. Sonst noch was? Nö, das war's eigentlich. Man hat die Klamotten ja trotzdem sowieso immer dabei. Also höchstens alles ist nass, aber mir fällt jetzt eigentlich wenig Argumente ein, weshalb das dann eigentlich nicht wirklich mit einbeziehen kann bei der Temperaturangabe. Das macht man nicht. Man nimmt ja diese Standard-DIN-Norm. Aber theoretisch kann man es auch so machen, wie es Carinthia tut. Das ist ja deswegen nicht falsch in dem Sinne. Es ist halt anders und es führt zu Verwirrung. Und das ist, ja, ne? Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Kehren wir nochmal zurück zu der Frage, was ist ein guter Schlafsack? Und da möchte ich jetzt mal speziell, weil das Video soll ja allgemein gefasst sein und das ist ja, wie gesagt, immer noch nur ein Beispiel hier, ne? Da muss man mal sich ein bisschen die Frage stellen, Hightech-Ausrüstung. Wenn man Hightech-Ausrüstung besitzt, so wie ich habe da ja auch so ein paar Sachen in der Kategorie, dann neigt man dazu,
Und das ist psychologisch nachweisbar, dass ich da nicht ganz alleine mit bin, dass man die dann toll finden möchte. Weil man hat viel, viel Geld für ausgegeben, unter Umständen hat man da auch sogar lange drauf gespart und sich das Geld wirklich irgendwo zur Seite abgezwackt. Und es ist einem nicht leicht gefallen, sich so ein teures Ding zu kaufen. So, jetzt hat man es aber trotzdem gemacht. Jetzt will man einfach psychologisch, da arbeitet das Hirn so, dieses Ding dann auch toll finden. Man hat diesen Gegenstand dann einfach lieb. Und wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, okay, du hast da eine 400-Euro-Jacke, ich habe einen Plastikponcho für einen Euro aus meinem Euro-Shop, ich bin auch nicht nass geworden, dann willst du den verdreschen. Weil nur du bist mit deiner 400-Euro-Jacke richtig nicht nass geworden. Der ist ein bisschen nasser als du, mindestens. Und außerdem wiegt das Ding viel weniger, aber es hält nicht so lange. Und man kann da keinen superschweren Rucksack drauf anziehen. So, das heißt, dieses Ding ist total scheiße. Die einzig wahre Möglichkeit, im Regen rumzurennen, ist eine 400-Euro-Regenjacke. So, und das ist natürlich Schwachsinn. Bei Hightech-Ausrüstung habe ich inzwischen festgestellt, und ich bin oft auf die Nase geflogen, habe auch wirklich teilweise richtig Ärger bekommen mit Mitreisenden, denen ich zu sehr mit meiner Hightech-Ausrüstung auf den Sack gegangen bin. Heute kann ich das sogar nachvollziehen, damals noch nicht, das gab Streit, aber mea culpa. Egal, jedenfalls, braucht man sowas? Nee. Beziehungsweise ab einem gewissen Vorhaben ist es sehr, sehr, sehr hilfreich. Und wenn du dann sagst, das braucht man ab da, hast du unter Umständen recht. Zum Beispiel, wenn du sagst, du gehst Wingsuit fliegen im Himalaya, dann brauchst du einen Wingsuit. Das brauchst du dann. Das ist tatsächlich so. Und das ist schon in gewisser Weise Hightech-Ausrüstung. Natürlich braucht man keinen Wingsuit eigentlich. Man muss auch nicht Wingsuit fliegen gehen. Aber wenn man das vorhat, dann braucht man tatsächlich einen Wingsuit, ne? Braucht man zwingend, um in den Alpen spazieren zu gehen, so eine olle Gore-Tex-Jacke oder irgendeinen Daunenschlafsack, um dann in den Alpen zu bivakieren? Nee, man kann auch irgendwie anders in den Alpen spazieren gehen. Kann man auch einen 4 Kilo schweren Kunstfaserschlafsack, der noch nicht mal so teuer war und einfach nur deswegen warm ist, weil er verdammte 4 Kilo wiegt, die Alpen hochschleppen? Jep, geht. Wenn man jetzt sagt, oh, das ist so schwer, hat man ja einen 20-Kilo-Rucksack. Kann man mit einem 20-Kilo-Rucksack die Alpen hochmarschieren? Jep, geht. Ist eine Frage des Trainingszustands. Ist das komfortabel? Nee. Gibt es viel, 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 viel bessere Möglichkeiten? Besser im Sinne von effizienter? Ja. Ist es deshalb nicht möglich, mit einem 4-Kilo-Rucksack den ganzen Scheiß zu machen? Quatsch, 4-Kilo-Schlafsack? Doch, das geht, ne? Und das müssen wir uns schon mal so ein bisschen. Also die Kritik der Anti-Hightech-Produkte-Fraktion, die dann gerne mal sagt, ja, das ist was für Weicheier, das ist nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Ne? Wenn wir jetzt sagen, auf den Himalaya klettern, dafür braucht man das Beste vom Besten an der Ausrüstung, wird man im Regelfall dann tatsächlich auch dabei haben. Also so Arc'teryx, Mountain Hardware, Mountain Equipment und ähnliche Mammut, ja, ähnliche Hersteller und so weiter und so fort. Ne? Also bestimmt nicht Aldi oder Quechua oder McKinley oder Jack Wolfskin, vielleicht gerade noch. Jack Wolfskin, aber würde ich schon nicht mehr mitnehmen. Das ist auch schon eher Mittelpreissegment. Auch wenn für viele Leute da schon, oh, das ist eine totale krasse Marke. Nicht, wenn man sich die noch krasseren Marken mal anguckt. Ja, es ist nicht so, als was damit nicht ginge. Ne? Wenn man sich anguckt, mit was der Tenzing Norgay und der Edmund Hillary da hochgelatscht sind. Das würde man sich heutzutage keiner antun. Keiner, ne? Also ich habe noch nicht mitbekommen, dass da mal irgendjemand auf die Idee gekommen ist, mit historischer Ausrüstung auf den Mount Everest steigen zu wollen. Haben die aber gemacht. Gut, das war natürlich super lebensgefährlich und so weiter und so fort. Aber es ist nicht so, dass es nicht möglich wäre. Also, worauf ich hinaus möchte, ist, wer Hightech-Ausrüstung besitzt, wie gesagt, der möchte die gut finden, der hat die lieb, der mag die. Das geht mir so und das wird dem einen oder anderen, der so ein Zeug besitzt, auch so gehen. Wenn du 1000 Euro für einen Schlafsack ausgegeben hast, dann musst du ja quasi überzeugt sein, sonst wärst du ja völlig schizophren, dass das jetzt der eine super Ultra-Schlafsack ist. Und wer nicht 1000 Euro für seinen Schlafsack ausgegeben hat, der ist nicht sparsam und vernünftig, sondern ein Idiot, weil du musst 1000 Euro für deinen Schlafsack ausgegeben haben, um einen richtig guten Schlafsack zu haben. Worauf ich hinaus möchte, ist es möglich, ohne ultimativ tollen Schlafsack draußen Spaß zu haben? Ja.
ist dann demzufolge ein Schlafsack, mit dem man in fast allen Situationen draußen durchaus Spaß haben kann, ein guter Schlafsack? Ja, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Spielen 1000 Euro Down-Schlafsack einfach in einer ganz anderen Liga und sind überhaupt nicht vergleichbar mit irgendwas, was sich Otto Normalverbraucher auch noch kaufen kann. Jep. Macht deshalb Sinn, die mit einem Defense 4 zu vergleichen? Ne. Meiner Meinung nach, ne? So, und bevor jetzt irgendjemand klug scheißt und darauf hinweist, dass es Down-Schlafsäcke sehr wohl auch für, keine Ahnung, 150 Euro oder sogar unter 100 Euro gibt, möchte ich gleich mal darauf hinweisen, für mich, und das sollte eigentlich wirklich jedem so gehen, finde ich, kommen Down-Schlafsäcke nur dann in Frage, wenn sie auch ein Zertifikat haben, dass die Daune nicht aus irgendwelchen Tierquälereien gewonnen worden ist, sondern tatsächlich wirklich von einem ohnehin schon toten Tier, das ohnehin geschlachtet wurde, um ohnehin gegessen zu werden. Also sprich, nur die richtig teuren Down-Schlafsäcke haben dann auch wirklich so ein Zertifikat und deswegen kommen meiner Meinung nach auch nur die in Frage. Das heißt, ein Down-Schlafsack ist entweder nicht vertretbar, ethisch-moralisch oder sehr teuer. Also es steht völlig außer Frage, dass Down-Schlafsäcke ganz, ganz krass ultimativ warm sind und einfach viel tolleres Bauschvolumen und von mir aus halten die auch viel länger und was weiß ich was alles. Ne? Alles ganz großartig. Was übrigens nicht stimmt, die haben sehr wohl auch Nachteile. Aber grundsätzlich richtig eingesetzt im richtigen Lebensraum bzw. in der richtigen Klimazone unter den richtigen Bedingungen sind die schlicht und ergreifend in so ziemlich allen Sachen besser als ein Kunstfaserschlafsack. Aber die kosten halt viel, viel, viel mehr und Videos, die irgendwelche Ausrüstung empfehlen, sind in den seltensten Fällen für Anwender der Hightech-Ausrüstung gedacht. Weil, bevor man sich Hightech-Ausrüstung kauft, hat man normalerweise ein paar Jährchen auf dem Buckel. Also ich glaube nicht, dass es viele Anwender von Hightech-Ausrüstung gibt, die hingehen und sagen, ach so, du willst nur eine kleine Bergwanderung machen? Ja, dann brauchst du eine 400-Euro-Jacke, eine 300-Euro-Regenhose, einen 500-Euro-Gebirgsrucksack, Kletterseil, Klettersteig-Set, bla blub, was weiß ich, und noch ein 1000-Euro-Down-Schlafsack. So. Das kannst du im Anfänger ja nicht sagen. Das heißt, du kannst schon, aber es macht keinen Sinn. Und das braucht der zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Der soll ja nicht direkt den K2 besteigen, sondern gerade mal ein bisschen in den Alpen spazieren gehen. Es ist zwar eine furchtbare Untat, aber die Leute, die mit den Flipflops in den Alpen unterwegs sind, auch wenn man die alle einmal batsch machen sollte, trotzdem kommen die in der Regel wieder nach Hause. Also es ist möglich, auch wenn es richtig, richtig weh tut, sich das einzugestehen. Es ist nicht sinnvoll, es ist nicht schlau, aber es ist möglich. Ne? So, das ist so einfach was man gerne vergisst, wenn man halt eben entsprechende Hightech-Ausrüstung besitzt. Dass die nicht für jeden ist. Das braucht nicht jeder. Wer braucht denn Hightech-Ausrüstung? Beziehungsweise was braucht derjenige, der meint, Hightech-Ausrüstung inzwischen zu brauchen, nicht? Dann noch irgendein Klugscheißer auf YouTube, der einem sagt, welche der 6000 tollen Hightech-Jacken oder der 50 Super-Ultra-Down-Schlafsäcken er sich kaufen soll. Weil, wenn er an dem Zeitpunkt angekommen ist, wo er darüber nachdenkt, wirklich so viel Geld für seine Ausrüstung auszugeben, da ist er dann bestimmt auch an einem Level, wo er sich so viel mit Ausrüstung auseinandergesetzt hat, dass er schon weiß, was er kauft. Dann braucht er wirklich keine verdammten YouTube-Videos mehr. So, soll heißen, eine Empfehlung, die man zu den Defense 4 ausspricht, ist ganz bestimmt nicht für jemanden gedacht, der schon 30 Jahre im Himalaya auf alle möglichen Gipfel steigt. Ganz bestimmt nicht, dass der sich verarscht vorkommt, wenn man dem dann erzählt, dass ein Defense 4 ein guter Schlafsack ist. Das kann ich bis zum gewissen Grad menschlich nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass der überhaupt auf die Idee kommt, dass der mit dieser Empfehlung gemeint sein könnte. Das ist so auch nochmal der springende Punkt. Und das ist eigentlich so das primäre Resümee in diesem Video. Natürlich gibt es Sachen, Eigenschaften, die Ausrüstung hat und die Ausrüstung nicht hat. Und über die sollte man informieren. Und dann kann man ja vielleicht eben selbstverständlich auch noch ein Fazit ziehen, dass man persönlich die Ausrüstung jetzt gut findet oder nicht.
Oder wenn man sie gut findet, wofür benutzt man die dann? Findet man die allgemein gut? Ist die also universell einsetzbar? Oder will man die nur für spezielle Anwendungen? Was macht man mit dem Ding überhaupt? Das sind so Informationen, die ganz interessant sind. Aber eine generelle Aussage, das ist der Schlafsack oder das ist das Bushcraft-Messer, das ist einfach Schwachsinn, weil das ist subjektiv. Auch bei Messern eben. Ne? Ja, zum Schluss noch mal ein ganz kleines Fazit zu diesem Schlafsack. Ich finde den nach wie vor als Anfängerschlafsack wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend. Anfänger und fortgeschrittenen Schlafsack. Durchaus und fortgeschrittenen Schlafsack. Weil zwar gibt es keinen eierlegenden Wollmilchsau-Schlafsack, der für wirklich alles geeignet ist, mit dem man im Hochsommer und im Winter draußen pennen kann, also im tiefen Winter. Aber es gibt schon Schlafsäcke, die ein sehr breites Anwendungsspektrum haben, mit dem man erstmal so ziemlich alle Aktivitäten, die man draußen überhaupt machen kann. Und da gehört der Defense 4 definitiv dazu. Und außerdem bringt er für Anfänger noch das Zusatzfeature mit, dass er halt dadurch, dass er wind- und wasserdicht ist, selbst wenn man gar nicht bivakiert, eine gewisse Toleranz hat, wenn man sein Zelt im Bach aufstellt oder solche Späße. Und das kommt bei einem Anfänger schon durchaus mal vor. Also selbst wenn ihr sagt, ich schlafe nur im Zelt, ich mache das aber jetzt ganz am Anfang erstmal ganz stümperhaft und mir könnten da schlimme Fehler passieren. Falls ihr davon ausgeht, müsst ihr nicht, könnt ihr sowieso machen, was ihr wollt und euch den Schlafsack kaufen, den ihr wollt. Ihr könnt auch ganz ohne Schlafsack losgehen und euch nur mit einer Wolldecke zudecken, auch im Winter. Was dann übrigens durchaus meinen Respekt erzeugt. Aber, ne, für den Anfänger, der kann damit alles machen. Der kann im Zelt schlafen, der kann ohne Zelt schlafen. Der kann im Kanu schlafen, der kann in der Hängematte schlafen, der kann alles mal ausprobieren und wenn er dann weiß, was er genau machen möchte und dass ihm zum Beispiel kalte Temperaturen ohnehin nicht liegen, dass er grundsätzlich sowieso nur einen Sommerschlafsack braucht, weil er eh nicht bei Schnee rausgeht oder dass er dann feststellt, boah, aber Schnee ist am besten, Hitze mag ich nicht, aber je kälter es wird, desto toller und desto wohler fühle ich mich draußen, dann kannst du eben entsprechend einen Schlafsack für die entsprechenden Anforderungen die dann zulegen. Ne? Oder du weißt dann halt, nee, bivakieren ist gar nicht meins, dann nehme ich irgendeinen Schlafsack, der braucht nicht wasserdicht sein, der braucht nicht winddicht sein, der kommt eh nur ins Zelt, der darf dann zum Beispiel auch ein Daunenschlafsack sein, weil der wird sowieso nicht nass, weil ich transportiere ihn in einem wasserdichten Beutel, ich lege ihn erst in meinem Zelt, nachdem mein Rucksack im wasserdichten Zelt ist, lege ich ihn erst aus und packe ihn dann im wasserdichten Zelt am nächsten Morgen wieder ein. Wann soll der nass werden? Das ist okay. Absolut in Ordnung. Grundsätzlich möchte ich auch gar nicht die Diskussion Daune oder Kunstfaser anfangen. Das können wir mal an irgendeiner anderen Stelle diskutieren, aber innerhalb der Kunstfaserschlafsäcke, und da setze ich jetzt einfach als bekannt voraus, dass ihr wisst, welche Vor- und Nachteile die jeweils haben, ist der Defense 4 für Einsteiger und Fortgeschrittene durchaus ein guter Allround-Schlafsack, der zusätzlich halt eben besonders brilliert im Biwak-Bereich. Und da der Biwak-Bereich der eine Bereich ist, mit dem man legal in Deutschland in der Natur übernachten kann, ist das vielleicht auch nochmal ein Faktor, den man im Hinterkopf behalten sollte. Aber das war nur meine Meinung. Eure Meinung darf vollkommen anders ausfallen. Deswegen ist meine Meinung aber nicht zwingend falsch. Oder eure Meinung. Je nachdem. Und das ist nämlich der große Fehler, der bei dieser Ausrüstungsdiskussion immer auftaucht. Der findet das Ding nicht gut, der ist blöd. Nein, der hat einfach einen anderen Körperbau und andere Bedingungen, unter der er einen Ausrüstungsgegenstand einsetzt. Und dann kann der für dem seine Bedingungen andere Eigenschaften haben, beziehungsweise bekommen, die für einen selber eben keine Rolle spielen. So, das vielleicht als geeignetes Schlusswort. Und in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und jetzt kann ich mich auch wieder beruhigen und muss mich nicht mehr über diesen blöden eingangs zitierten Kommentar aufregen.